Warte noch auf die Meldung vom Laderaum 2. Penny? Penny, was ist jetzt mit dem Laderaum? Nichts. Nein, ich meine, unten ist nichts. Außer Koks. Jede Menge Industriekoks. Schaut's mit den Tanks aus, Martin? Martin, bitte melden. Tankstatus durchgeben. Ja, was soll da schon drin sein? Diesel halt. Da, Stempel. Alles gut. Ist gar nichts gut. Ist der Frachtbrief. Braucht den Ladeschein. Rokodopapier. Na, kedves barátom. Akkor itt van a rakodópapír. Da. Ladeschein. Und wieder nichts. Absolut nichts. Keine Zigaretten, keine einzige Stange. Oh, du brauchst eine Zigarette. Bitte schön. Nein, danke. Alles klar. Überprüfung ist abgeschlossen. Gesinne. Sie war schön. Rücken ab. Alles okay. Gar nichts ist okay. Es ist unfassbar. 4 Tonnen. Der Mike Flegler hat von mindestens 4 Tonnen gesprochen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ich deinen Informant vielleicht noch wichtig machen will? Der Mike weiß ganz genau, was für ihn auf dem Spiel steht. Ohne mich sieht er nämlich alt aus bei seiner Berufungsverhandlung. Außerdem kriegt er bei seinem Job im Wiener Hafen fast alles mit. Fast alles war bis jetzt, aber wenig bis nichts. Was ist denn mit dem Kollegen aus Budapest? Der vom Austauschprogramm. Was soll mit dem sein? Der kommt frühestens heute Nachmittag. Ja, dann kann der doch noch mal mit Kapitän und Mannschaft sprechen. Worüber? Wir haben doch gar nichts gegen die in der Hand. Wahrscheinlich verklagen die uns, wenn wir sie grundlos festsetzen. Und ich verklage den Hersteller dieser Reißverschlüsse. Der macht mich fertig. Die Zentrale meldet einen Toten, eine männliche Leiche aus dem Donaukanal, unterhalb der Urania. Sag ihnen, die sind schon unterwegs, aber es kann noch eine Weile dauern. Schafft ihr das ohne mich? Ich habe nämlich noch was zu erledigen. Lass mich nicht gern für dumm verkaufen. Was machen Sie da? Ich habe noch ausgemacht, dass Sie nicht daherkommen. Glaubst du, du kannst mich verarschen? Das Schiff war sauber, Mike. Keine einzige Packung Zigaretten an Bord. Jedenfalls keine illegale. Das ist unmöglich, das gibt's nicht. Ja, das gibt's schon. Du schickst uns so Razzie in die Wachau und ich stehe vor meinen Leuten blöd da. Die haben von einer riesen Ladung geredet, ich schwör's. Wer? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Frau Wiedner. Aber die haben gesagt, mindestens 4 oder 5 Tonnen. Und dass da extra einer rüberkommt. Wer soll von wo rüberkommen? Einer von der Organisation, eine ganz große Nummer. Irgendwo aus dem Osten, Slowakei, Rumänien, was weiß ich. Jetzt hauen Sie bitte endlich ab, bevor Sie jemand sieht. Mike, was du bis jetzt geliefert hast, war ein einziger Reinfall. Das muss besser werden. Viel besser. Haben wir uns verstanden? Es tut mir leid, dass du warten musstest. Es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen man wartet. Meinen Sie das jetzt professionell oder privat, Frau Doktor? Was denkst du? Wie lange lag er schon im Wasser? 13, maximal 14 Stunden. Danach wird die Haut dick wie ein Schwamm, das weißt du. Und er ist genauso rausgefischt worden, wie er hier liegt. Ohne Hemd? Ohne Jacke, ohne Ausweis, ohne Brieftasche. Sagen Sie die Wunde da am Kopf. Glauben Sie, das ist eine Schlag- oder eine Sturzverletzung? Das kann ich Ihnen erst nach der Autopsie sagen, junger Mann. Ich bin Wissenschaftlerin, keine Hellseherin. Hast du mal eine Schere? Ja, klar. Wofür soll die gut sein? Das sind Davids, italienische Markenjeans. Ja, und? Was macht er denn da? Er schneidet mit einer Schere das Etikett aus der Hose. Manche Markenjeans haben ein Strichcode des Herstellers auf dem Etikett. Wie dieses hier. Vielleicht könnt ihr herausfinden, wo die Hose gekauft worden ist. Entweder dein Informant hat Märchen erzählt oder die ganze Zigarettenaktion ist abgeblasen worden. Fragt sich nur, warum. Vielleicht, weil Mike Flegler auch bei den Schmugglern auf der Gehaltsliste steht. Stimmt nicht. Bist du sicher? Ich wette, die zahlen mehr als wir. Also wenn ihr einen besseren Informanten habt, dann fragen wir halt den in Zukunft. Okay, okay. Themenwechsel. Vergessen wir im Moment mal die fehlgeschlagene Razzia. Die dritte fehlgeschlagene Razzia. Martin. Entschuldigung. Also, was wissen wir über den Toten aus dem Donaukanal?
Wenig. Keine passende Vermisstenmeldung und der biometrische Daten. Entschuldigung, wenn ich störe. Ein Fax von Davids Jeans. Und könnte ich Sie mal kurz sprechen, Frau Wiedner? Ja, was gibt's denn? Bin gleich wieder da. Die Jeans unseres Toten wurden an einen Zwischenhändler in Prag geliefert. Cutlets oder wie auch immer, Textilimport. Mhm. Und weiter? Nichts weiter. Das ist eine von 2700 Hosen, die im Einzelhandel verkauft wurden. In Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Unser Toter ist also einer von 2700 Kunden, die in den vier Ländern Jeans gekauft haben? Das ist ja schon wieder so eine kostenintensive. Interessante Spur. Angeblich ist Ihre Tochter an der Kasse erwischt worden. Mit einem T-Shirt im Rucksack. Das Preisschild war sogar noch dran. Das hat dann auch den Alarm ausgelöst. Dietrich ist doch nicht blöd. Ich meine, das habe ich denen von der Jugendkriminalität auch gesagt. Sie sind nun mal zuständig. Aber ich habe den Kollegen auch gleich mal klargestellt, mit wem sie es zu tun haben. Danke, Frau Kremser. Keine Ursache. Aber zum Amt müssen sie trotzdem. Zusammen mit ihrer Trisha. Wegen dem pädagogisch-psychologischen Gespräch. Das heißt so bei den Kollegen. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Kollwenz, Alexander Kollwenz aus Budapest. Oh, Kommissar Kollwenz, freut mich. Otto Dierenberg, Abteilungsleiter oder so. Darf ich Sie bitten? Und hier haben wir unseren Fallanalytiker, Major Christian Hennig, der bereits einige Jahre bei Europol in Den Haag revisiert hat. Ich freue mich, einen Mitarbeiter von Europol kennenzulernen. Ich finde das sehr beeindruckend. Sagen Sie das meinem Chef. Er antwortet dann, Interpol wurde lange vor Europol gegründet. Und zwar in Wien. 1923, völlig korrekt. Entschuldigung. Grüß Gott. Ja, und last but not least, die Kollegin Elisabeth Wiedner ist übrigens die einzige Frau, die jemals die Aufnahme in den Männerverein Skat geschafft hat. Was? Sie spielen Karten? Ich auch. Skat wie SKAT, Spezialkommando Antiterror. Ah, natürlich, ich verstehe. Mein Respekt, Frau Wiedner. Also, wie man hört, spricht unser Kollege vom Austauschprogramm hervorragend Deutsch. Das sieht doch hervorragend aus. Darf man fragen, wo Sie das gelernt haben? Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus Ost-Berlin. Aha. Übrigens ist der Kommissar Kollwenz Spezialist für Zollvergehen. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ja, wir haben zunehmend Schwierigkeiten in diesem Bereich, seitdem die Grenzen offen sind. Da geht es Ihnen ja genauso wie uns. Herr Dürnberger hat mir bereits von Ihrem Pech bei der Razzia erzählt. Ja, wie steht's um unseren Toten aus dem Donaukanal? Irgendwelche Nachrichten aus der Gerichtsmedizin? Gerade eben. Ich fahre sofort hin. Sehr gut. Kann Sie unser Gast gleich begleiten, wenn es recht ist? Und Frau Wiedner, ich schlage vor, Sie schließen sich an und erläutern dem Kommissar Kollwenz so ein bisschen die Abläufe bei uns. Gut? Ich glaube, Kollegin Lanz würde das ganz gerne übernehmen. Ach so, ja. Von mir aus. Also die Kopfverletzung stammt eindeutig nicht von einem Sturz, sondern von einem Schlag. Mit dem berühmten, stumpfen Gegenstand. Ich habe die Haare schon abrasiert, da kann man es ganz gut sehen. Einem ziemlich heftigen Schlag. Oder einem mit hoher Geschwindigkeit. Auf jeden Fall wurde die Schädeldecke im oberen, vorderen, linken Bereich... Quadranten zertrümmert. Sehr gut, Herr Doktor. Haben Sie von dem stumpfen Gegenstand irgendwelche Restspuren gefunden? Nein, davon leider nicht. Aber dafür von seinem letzten Abendessen. Na, das schaut ja nach einer sehr interessanten Mischung aus, Frau Doktor. Mhm. Scharfes Gulasch und süßer Wein. Ich glaube, der Mann stammt nicht aus Wien. Sie meinen, das ist wirklich der Mageninhalt des Opfers? Was denn sonst? Vielleicht war der süße Wein Tokaja. Vielleicht ein Landsmann von Ihnen. Naja, Tokaja gibt's auch in der Slowakei. Hast du sonst noch was für mich? Mhm. Das hier. Das war in seiner rechten Hosentasche. Was ist das? Ich vermute eine Notiz. Aber das Wasser hat nicht viel davon übrig gelassen. Stimmt. Ist nicht zu erkennen. Hast du schwarzlich probiert? Das wollte ich dir überlassen. Ich fürchte nur, damit wird's auch nicht lesbarer. Möglicherweise doch. Es kommt darauf an, wie die Fasern in dem Papier reagieren. Na bitte. Eine Zahlenreihe. 0148756. Könnte Teil einer Wiener Telefonnummer sein.
Ich habe kein T-Shirt geklaut. Ehrlich, Mama. Dann erklär mir bitte, wie es in deine Tasche gekommen ist. Ich weiß es nicht. Habe ich doch schon gesagt. War die Valerie auch dabei in dem Geschäft? Was hast du immer gegen die Valerie? Überhaupt nichts. Ich frage mich nur, ob sie so eine gute Freundin ist, wie du immer behauptest. Warum bringst du sie nie mit nach Haus? Damit du sie aushauchen kannst. Ich hauche niemanden aus. Ich würde einfach gern wissen, mit wem meine Tochter ihre Zeit verbringt. Immer siehst du überall Verbrecher. Das ist doch ein Schwachsinn. Kein Schwachsinn! Du glaubst ja auch, ich hätte das T-Shirt geklaut. Risha, jetzt warte, wenn ich mit dir rede! Und das sind die Schiffe, die sie in letzter Zeit kontrolliert haben. Aber ohne Erfolg. Wir haben nie mehr als 10, 15 Stangen Zigaretten gefunden. Das ist alles Kleinkram. Das könnte eine Art Test gewesen sein. Sie meinen, dass die Schmuggler auf diese Weise unsere Kontrollen ausspionieren? Diese Typen sind gerissen und uns meistens einen Schritt voraus. Leider. Wir haben gehört, dass die Organisation jemanden nach Wien schickt. Haben Sie einen Namen? Eine Vermutung. Und wer soll das sein? Wir glauben, dass es ein gewisser Jan Petrov ist. Und was wissen Sie über diesen Petrov? Das ist eine gute Frage. Penny, was wissen wir? Nicht viel. Angeblich arbeitet Jan Petrov für eine Gruppe, die Zigaretten in Rumänien herstellen lässt. Ja, hinter denen sind wir auch her. Die Zigaretten werden irgendwo an der Schwarzmeerküste produziert und dann in gefälschten Markenverpackungen nach Westeuropa geschmuggelt. Petrov scheint so eine Art Vertriebschef zu sein. Und das ist das einzige Foto, das Sie von ihm haben? Ja, leider. Das könnte jeder sein. Wir waren schon ein paar Mal dicht an der Bande dran, aber diese Leute sind sehr vorsichtig und äußerst intelligent. Ja, aber irgendwann machen sie alle einen Fehler. Und dann schnappen wir sie. Ja. Morgen allerseits. Mag jemand Frühstück? Eine Wurstsemmel, 2 Euro. Ist die Polizeikantine in Budapest auch so teuer? Bei uns ist es umsonst. Wurstsemmel gratis? Komm sofort. Nicht das Gebäck, nur der Kaffee. Immerhin. Da sollte sich unsere Frau Kremser mal ein Beispiel dran nehmen. Die führt die Kaffeekasse, als wäre sie beim Finanzamt. Schlimmer, als wäre sie bei der Steuerfahndung. So, ich habe die Nummern. Na, der Zettel. Aus der Tasche von der Donaukanalleiche. Also, wenn das wirklich eine Wiener Telefonnummer ist, dann kommen nur 4 Anschlüsse in Frage. Soll das jetzt ein Ratespiel werden? Ach, nein. Da hätten wir die Beratungsstelle für werdende Mütter, eine Fischhandlung im 5. Bezirk, eine Sexboutique am Gürtel und einen Gebrauchtwagenhändler, einen gewissen Bruno Keller. Und wer übernimmt was? Ja, also wenn es sonst keiner macht, dann schaue ich halt hin in die Sexboutique. Tut mir leid, muss ich Sie enttäuschen, aber kenne ich nicht. Was ist denn mit dem armen Teufel passiert? Wir vermuten, dass er niedergeschlagen und anschließend in den Donaukanal geworfen worden ist. Und wieso sollte ich den Herrn gekannt haben? Weil er Ihre Telefonnummer in der Tasche hatte, Herr Keller. Meine Telefonnummer? Na, die haben viele Leute in der Tasche, Herr Inspektor. Ich bin ja in der Stadt nicht ganz unbekannt. Vielleicht wollte er ein Auto kaufen? Na, Geld hat er keins bei sich gehabt. Jedenfalls nicht, wie wir ihn gefunden haben. Haben Sie Kontakte nach Ungarn? Wieso? War der Herr ein Ausländer? Ach, verstehe. Na ja, seit die Grenzen offen sind, kommen ja sehr viele zu uns, gell? Ich kenne keine Ungarn. Aus Prinzip. Ich mache Urlaub in Miami, ja, und in Kärnten, wenn ich mir das leisten kann, gell? Aber bitte, Herr Inspektor, schauen Sie nach oben. Schau ich aus, als ob ich mit der Erweiterung starten Business mache. Aber auch nicht, als ob Sie in Miami Urlaub machen, Herr Keller. Wir haben gehört, dass gerade die Ungarn Luxuskarossen nachfragen und besonders dann, wenn man es mit der Herkunft nicht ganz so genau nimmt. Moment, Moment, ja. Also ich weiß nicht, was Sie mir jetzt unterstellen möchten, Herr Inspektor, aber meine Kundschaft ist vom Feinsten, ja. Das ist top. Sogar Politiker, bitte, ja. Ein Landeshauptmann, ein Einheimischer, wenn Sie wissen, was ich meine. Das ist mir jetzt unangenehm. Ich habe ganz vergessen, ganz einen wichtigen Geschäftstermin, wenn Sie mich vielleicht entschuldigen möchten. Wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt, rufen Sie mich einfach an. Das kann auch aus Miami sein. Christian, die Frau. Wiederschauen. Sag mal, die Fingerabdrücke vom Toten aus dem Donaukanal, habt ihr die schon nach Budapest gefaxt? Nein, ich hab die Nummer auch gar nicht. Und wie man sieht, ist Frau Kremser heute nicht da. Die ist in Elmau bei ihrer Schwester, und zwar bis übermorgen. Ich glaube, ich brauche nicht ganz so lang. Das
hätte schon längst passieren sollen. Bitte, kümmerst du dich drum? Moment. Entschuldige, aber ich bin gerade bei den Vermisstenmeldungen und habe die Kollegen aus Deutschland dran. Ja? Darf ich das vielleicht übernehmen? Und ob Sie das dürfen? Nicht Sie. Das mache ich doch gerne. Und dann geht's auch schneller. Bei meinen Kollegen zu Hause muss man nämlich Druck machen. Sonst läuft da gar nichts. Danke. Unser Freund Bruno Keller ist aktenkundig. Jugendstrafe wegen Körperverletzung, später Wirtschaftsdelikte, Kreditkartenbetrug, Zollvergehen, Konkursbetrug, Kreditschädigung. Sehr schön. Ein paar mehr von der Sorte und die Republik ist gerettet. Freie Marktwirtschaft. Ich wette, der gute Herr Keller kannte den Toten aus dem Donaukanal. Seit wann wettest du? Nur wenn ich gewinne. Ich würde sagen, eine Flasche 95er Grand Echesot. Wetten ohne Risiko, das ist wirklich fad. Haben Sie je bei Ihren Ermittlungen mit einem Bruno Keller zu tun gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Darf ich mal sehen? Keller, Autohändler. Nein. Nein, der ist mir unbekannt. Ich glaube nicht, dass Colvins verheiratet ist. Wird dich das stören? Oh. Naja, jedenfalls trägt er keinen Ring. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht hat er seinen Ring ja abgelegt und vielleicht ist er nicht nur zur Verbrecherjagd hier. Unser Gastkommissar. Gefällt er euch? Aha. Hat dir jemand vergessen, sein Revier zu markieren? Ah. Frisch von der Telekom. Kellers Telefonliste. Da sind mindestens 30 Anrufe nach Ungarn dabei. 95er Grand Echesot. Wir haben nicht gewettet. Kommissar. Hallo. Was machen Sie denn hier? Das wollte ich Sie gerade fragen. Sie haben uns ja gar nicht gesagt, dass Sie vorhaben, mit Keller zu reden. Es war ja auch kein offizielles Gespräch mehr. So spontane Idee. Zufall. Ich habe das Kaffeehaus Ritter gesucht. Keine Sorge, ich bin bei Herrn Keller natürlich als Kunde aufgetreten. Na, Sie wollten doch wissen, ob wir den Mann kennen. Ja und? Nein. Im Übrigen glaube ich, er ist harmlos. Vielleicht ein wenig suspekt? Sagt man das so? Suspekt kann man sagen. Ich denke allerdings, dass Keller mehr über den Toten aus dem Donaukanal weiß, als er zugibt. Ja, Sie glauben, dass er hinter dem Mord steckt? Ich glaube nicht, Herr Kollege. Ich ermittle. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich in Zukunft mit uns absprechen. Jetzt seien Sie mal unbesorgt. Herr Keller denkt, ich möchte ein Auto kaufen. Wieso? Ist doch nett, dass der Colvins uns helfen wollte. Ich mag keine Alleingänge. Außerdem interessiert er sich mehr für Wiener Kaffeehäuser und unsere Polizistinnen als für seine Arbeit. Er hat sich sehr genau über unsere laufenden Fälle informiert und uns auch ein paar interessante Hinweise gegeben. Komm, ich würde mir auch ein paar schöne Tage machen, wenn ich in Budapest wäre. Elisabeth, das ist ein Polizeiaustauschprogramm, keine Städtereise mit Flirtfaktor. Vielleicht hat der Colvins ja recht und dieser Autohändler ist wirklich harmlos. Keller ist ein Lügner, der uns beschwindelt hat, und zwar von Anfang an. Weil er mit der Polizei nichts zu tun haben will? Er wundert sich bei dem Vorstrafenregister. Hier. Er hat in den letzten 2 Wochen 31 Telefonate nach Ungarn geführt und 10 davon mit einer dubiosen Import-Export-Firma. Okay. Dann laden wir den Keller einfach noch mal offiziell vor und verhören ihn. Aber nicht mehr heute, ja? Wiener, hallo? Mike, was war los? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich muss mit Ihnen sprechen, Frau Wiedner. Es ist wichtig. Ja, bei dir ist immer alles wichtig. Worum geht's denn? Nicht am Telefon. Wir müssen uns treffen. Am besten gleich. Zuerst will ich wissen, was los ist. Ich weiß jetzt, was läuft. Mike? Name ist Susi. Hallo? Susi, ist das der Name von einem Schmuggelschiff? Die haben irgendwas mitgekriegt. Die sind hinter mir her, die suchen mich. Scheiße. Wenn die mich finden, die macht mich kalt. Okay, ganz ruhig, Mike. Wo bist du? Ich komm zu dir. Ich bin am Hafen, beim großen Kran. Bleib genau da. Ich brauch circa 20 Minuten. Ja,
hat er eine Freundin, die Susi heißt? Nein, ich glaube, das war der Name vom Schiff. Der hat wirklich Angst gehabt, Christian. Angst vor wem? Ja, keine Ahnung, er hat immer nur von dir gesprochen. Schau mich mal ein bisschen um. Warte auf mich, ich bin in 10 Minuten bei dir. Ich kann allein auf mich aufpassen, ich bin schon groß genug. Ich komme trotzdem, du bitte einmal, was ich sage. Hallo? Wer ist da? Also, was meinst du mit Schatten? Waren es einer oder waren es mehrere? Ich weiß es nicht. Da hat einer auf mich geschossen, einfach so. Und dann hast du zurückgeschossen. Und was war dann? Da bin ich in Deckung gegangen. Was hättest du denn gemacht? Ich hätte auf dich gewartet. Und dann hätte ich dich vorgeschickt. Haben Sie schon was gefunden? Nee, noch nicht. Keine Waffe, keine Patronenhülsen, keine Spur. Aber das gibt's gar nicht. Anscheinend doch. Was willst du jetzt damit sagen? Bisher haben wir nur die Patronenhülsen aus deiner Waffe gefunden. Frau Kollegin, wir bräuchten Ihre Pistole. Ich kümmere mich darum, dass sie ins Labor kommt. Komm, gib sie mir. Es sind nur Vorschriften. Das kennst du doch. Frau Wiedner, waren Sie aufgeregt? Nein, warum sollte ich? Es war dunkel. Sie waren ganz alleine im unübersichtlichen Hafengelände. Es war nicht mein erster Nachteinsatz, Herr Staatsanwalt. Gehört es zur Polizeiroutine, sich spät abends allein mit einem Informanten im Containerhafen zu treffen? Ich verstehe die Frage nicht. Dann formuliere ich die Frage anders. Hätte es nicht zur Polizeiroutine gehört, auf Verstärkung zu warten? Sie hatten doch Ihren Kollegen Hennig bereits angerufen. Ich habe alles unter Kontrolle gehabt. Ja, natürlich. Verstehe. Sie hatten alles unter Kontrolle. Na, plötzlich liegt ein toter Mann am Boden. Da hat jemand auf mich geschossen, Herr Staatsanwalt. 2-mal mindestens. Der Unbekannte, ja, ich habe den Bericht gelesen. Am Tatort wurden nur 2 Hülsen gefunden. Beide aus Ihrer Glock. Es gab einen Schützen und der hat auf mich gefeuert. Zweifeln Sie an meiner Aussage? Halt. Niemand zweifelt an Ihrer Aussage. Nur kurz zur Information. Oberstleutnant Wiedner ist eine äußerst erfahrene Polizistin und Sie war in einer Eliteeinheit, ja? Combat-Ausbildung beim Spezialkommando Antiterror. 2 schnelle Schüsse hintereinander, um den Gegner auszuschalten. So wird das doch da gelehrt, oder? Ich wollte niemanden ausschalten. Es war dunkel. Sie haben ein Geräusch gehört, eine Bewegung wahrgenommen. Dann haben Sie instinktiv gefeuert. Erst nachdem man auf mich geschossen hat. Glauben Sie vielleicht, dass ich den Mike Flegler aus Versehen getötet habe, weil ich grundlos am Hafen herumgeballert habe, oder wie? Das haben Sie jetzt gesagt. Ich habe verstanden. Die Frau Wiedner! Herr Doktor, Sie müssen die Kollegin schon verstehen. Sie präsentieren ja hier im Grunde nichts als Vermutungen und die Frau ist wirklich eine hervorragende Polizistin. Die offenbar leicht die Nerven verliert. Die Staatsanwaltschaft erwartet, dass Oberstleutnant Wiedner bis zur Klärung dieses Falles suspendiert wird. Das entscheidet ja glücklicherweise immer noch einzig und allein der Polizeipräsident.
Du hast Neues von der Kriminaltechnik? Nicht wirklich. Das Geschoss, das Plegler getötet hat, wird immer noch untersucht. Warum dauert das so lang? Weil das Projektil so stark deformiert ist. Es wird sich alles klären. Ja, wie denn? Wir haben keine Spur von der fremden Waffe, keine fremden Patronenhülsen, keine Projektile. Ich habe Taucher bestellt. Die Projektile sind wahrscheinlich ins Wasser gefallen. Jemand hat auf mich geschossen, das habe ich mir doch nicht eingebildet. Christian, es war Notwehr. Notwehr. Das weiß ich und das wissen auch alle anderen von uns. Wenn ich den Mike wirklich erschossen habe? Streich den Gedanken, sobald er aufkommt. Ich will mir niemals verzeihen. Niemals. Jetzt komm schon. Ich war pünktlich hier. Ich weiß, Trisha, aber ich habe im Moment noch ganz andere Probleme. Du hast richtig Ärger, Mama, oder? Ja, es geht schon. Jetzt komm. Frau Wiedner? Ja? Hofbauer, wir hatten telefoniert. Grüß Gott. Hallo. Und du musst Trisha sein. Guten Tag. Ja, es tut mir leid, dass wir so viel Druck gemacht haben. Ja, Sie müssen sich wirklich nicht entschuldigen. Doch, doch. Es ist nämlich so, die Sache hat sich inzwischen so gut wie erledigt. Wie erledigt? Wir haben gerade die Videobänder der Überwachungskamera durchgeschaut. Die sind leider erst heute früh gekommen. Naja, jedenfalls sieht man ganz genau, dass jemand das T-Shirt in die Tasche ihrer Tochter steckt. Was heißt jemand? Ein Mädchen mit blonden Haaren. Ungefähr deine Größe. Das Gesicht kann man leider nicht erkennen. Warst du denn mit einer Freundin in dem Laden? Also nein, eigentlich nicht. Vielleicht eine Mitschülerin, die du im Geschäft getroffen hast? Nein, ich war allein unterwegs. Na gut, dann kann ich nur sagen, Entschuldigung, wir haben uns geirrt. Keine Ursache. Schönen Tag noch, ja. Gleichfalls. Frau Bauer? Ja? Das tut mir leid. Schon gut. Ist ja alles klar. Leider nichts Neues in Sachen Mike Flegler, aber wir haben den Autohändler vernommen. Und? Er hat gesagt, er will keinen Ärger mit der Polizei, deswegen hat er seine Ungarn-Kontakte verschwiegen. Außerdem hat er ein Alibi für die Todeszeit von unserem Donaukanalopfer. Wir haben im Register ein Schubschiff gefunden, das unter dem Namen Susi 2 geführt wird. Könnte Mike Flegler das gemeint haben? Könnte, ja. Wie gesagt, die Verbindung war so schlecht. Der Schuber stammt ursprünglich aus Rumänien, wurde vor 2 Jahren nach Ungarn verkauft und dort auf Susi 2 umbenannt. Hat im letzten Monat 3-mal in Österreich Ladung gelöscht. Also wir kennen das Schiff auch, beziehungsweise den Kapitän. Wir haben schon mehrfach gegen ihn wegen Schmuggelei ermittelt. Einmal wurden falsch deklarierte Autoersatzteile sichergestellt und ein andermal unverzollte Elektronikgeräte. Und der Mann darf sein Patent behalten? Er hat gute Verbindungen zum Finanzministerium. Ja Leute, Budapest ist nicht Wien. Korrupte Beamte gibt's auch bei uns. Die Susi 2 wird für morgen Spätnachmittag in Wien erwartet. Allerdings lässt der Kapitän das Schiff nicht im großen Hafen löschen, sondern hier, im Alberner Hafen. Ja, da ist er ziemlich ungestört. Das denkt er, weil er nicht ahnt, dass wir dort bereits auf ihn warten. Ja, es tut mir leid, Frau Wiedner. Der Einsatz gegen diese Susi 2 wird ohne sie stattfinden. Aber genau für solche Einsätze habe ich trainiert, Herr Dierenberger. Keiner aus dem Team hat in diesem Bereich so viel Erfahrung wie ich. Ja Gott, das weiß ich doch. Sie kennen das ja. Gut gemeinter Rat von oben, da sind mir die Hände gebunden. Also, Vorschlag. Wir warten den Laborbericht ab, dann wissen wir alle mehr. Sie glauben mir also auch nicht. Moment einmal, ich habe Sie hierher geholt und ich habe es nie bereut. Aber Frau Wiedner, hier geht's um eine laufende Untersuchung und da haben wir uns verdammt noch mal alle an die Regeln zu halten. Glauben Sie mir, wenn es nach mir ginge, würden Sie den Einsatz leiten. Jetzt ergreifen Sie die Gelegenheit, gehen einmal früher nach Hause. Wird Ihre Trisha bestimmt auch freuen. Hm? Ich wollte Polizistin werden, seit ich ein kleines Mädchen war. Ich dachte immer, kleine Mädchen wollen Tierärztin werden. Oder Model. Ich nicht. Mir ging schon immer darum, die bösen Jungs zu fangen. Aha. 2 neue Champagner-Cocktail. Danke. Danke, stimmt so. Ich habe zu danken. Ihr Spesenkonto? Nein, nein, ich wollte nur meine hübsche Kollegin beeindrucken, wenn ich sie schon dazu überrede, mit mir auszugehen. Da werden ein paar Cocktails nicht reichen. Auf die bösen Jungs. Und dass wir sie erwischen. Und sie morgen den großen Fang machen. Leute genug? Für den Einsatz habt ihr ja, oder? Schon.
Außerdem sind noch zwei Teams von der Wasserschutzpolizei dabei. Rings um den Alberner Hafen ist also alles dicht. Und weiter flussabwärts? Können Sie auch nicht zwischen beruflichen und privaten trennen? Selten, aber ich werde mir Mühe geben. Entschuldigung. Ja? Wieso? Nein, nein, besser jetzt gleich. Ich sitze in der... Onderbar. In der Onderbar. Ja, ja, ich komme raus. Ein guter alter Freund von mir, er braucht meine Hilfe. Na, dann lassen Sie mal Ihren guten alten Freund nicht warten. Es tut mir leid. Aber wir holen diesen Abend nach. Ein anderes Mal, versprochen. Aber klar doch. Ciao. Ciao. Sperren Sie mir mal eben den Hinterausgang auf, bitte. Das ist die Nummer, die Keller jeden zweiten Tag angerufen hat. Am Tag, bevor wir den Toten gefunden haben, waren es sogar drei Gespräche, da die gelb markierten. Und wem gehört jetzt die Nummer? Gute Frage. Wir wissen nur, dass sie zu einem ungarischen Handy gehört. Die Telefongesellschaft sagt, dass es eine Prepaid-Karte ist und dass sie den Besitzer nicht feststellen können. Ich habe eine gute und mehrere schlechte Nachrichten für dich. Sagen wir wenigstens zuerst die gute. Das metallurgische Gutachten aus dem Labor. Der Kupferanteil stimmt nicht. Und was heißt das jetzt? Die Kugeln der 9mm-Munition bestehen aus verschiedenen Metallsorten, darunter auch Kupfer. Jeder Hersteller hat seine eigene Mischung und mithilfe der Metallspektralanalyse lässt sich exakt nachweisen, welche Herstellerfirma... Kannst du es vielleicht die Kurzfassung geben? Die Kugel, die Mike Flegler getötet hat, stammt nicht aus den Beständen der österreichischen Polizei. Bist du dir sicher? Vertraue deinem Partner. Ja! Und was sind die schlechten Nachrichten? Wir haben keine Ahnung, wer Mike Flegler getötet hat. Wir wissen nicht, wer der Tote aus dem Donaukanal ist. Und Schluss mit Freizeit wegen Suspendierung. Und die Zulassungsstelle ist ganz sicher? 100 Pro, englischer Oldtimer in Blau Metallic, rechtsgelenkt. Gibt's ganze drei Stück in Wien. Und Keller besitzt einen davon. Mhm. Ja, Fahrer- und Nummernschild konnte ich leider nicht erkennen. Ja, aber es muss trotzdem nicht heißen, dass der Kolvenz zum Keller in den Wagen gestiegen ist. Nur so wie Kolvenz mit dem Anrufer geredet hat, klang das kaum nach einem guten alten Freund. Eher nach einer geschäftlichen Verabredung. Dann fragen wir unseren Gastkommissar doch einfach. Mit wem er sich in der Nacht in Wien vor einer Bar trifft? Ich will den aus der Abteilung haben. Mal interessiert er sich zu viel für unsere Arbeit und mal zu wenig. Das stimmt doch gar nicht. Und außerdem ist er offiziell von uns eingeladen worden. Dann wird er offiziell wieder ausgeladen. Du übertreibst. Ist euch mal aufgefallen, dass er nie direkt auf eine Frage antwortet? Wir haben das Schubschiff geortet. Die Susi 2 biegt gerade in den Alberner Hafen ein. Was denn? 5 Stunden vor der Zeit? Okay, auf geht's. Wir müssen improvisieren. Ich hasse Improvisation. Freddy, du hältst hier die Stellung und trommel alles an Einsatzkräften zusammen, was du kriegen kannst. Mhm. Wir sind im Anrollen. Schicker Anzug. Und wo ist dein Overall? Beim Schneider. Männer, bitte weiträumig verteilen und sichern. Zwei Mann da entlang, zwei Mann hier. Frau Kremser, schon zurück? Sehen doch, was alles liegen bleibt, wenn man mal nicht da ist. War es denn nicht schön bei Ihrer Schwester? Geregnet hat's wie aus Kübeln und die Kinder haben die Masern. Na, danke. Elisabeth, alles klar? Wir sind auf Position. Die Susi 2 liegt genau bei uns. An Deck keine Wahrnehmung. Schaut's bei euch aus? Von uns aus ganz losgehen. Okay, Einsatz bei minus 20 Sekunden. Alles klar, minus 20. Die Zeit? Läuft. Ha? Jetzt! Zugriff!
los, ich will Ihre Hände sehen. Stehen bleiben, Polizei. Hände hoch. Fingerabdrucksabgleich Opfer-Donau-Kanal. Was macht das denn noch im Ausgangskorb? Das ist wahrscheinlich falsch abgelegt. Das hat doch unser Gastkommissar schon längst nach Budapest gefaxt. Ja, und wo sind denn Faxbestätigungen und Antwortschreiben? Männer. Das schicke ich gleich nochmal, wenn man sich nicht um alles selber kümmert. Und? Noch nichts? Gar nichts. Absolut nichts. Gibt's ein Rettungsboot? Ja, hinten auf dem Achterdeck. Und? Auch nichts. Nichts. Kabinen kann ich noch anbieten. Vielleicht gibt's Eier mehr als nichts. Bis jetzt haben wir nur Zement gefunden. Wenn das der vierte Fehlschlag ist, dann wäre ich wirklich sauer. Warte doch noch damit, bis die Ladung gelöscht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wo die 4 Tonnen Zigaretten versteckt haben sollen. Hast du eine Ahnung, wie viel Platz man dafür braucht? Circa 16,5 Kubikmeter. Das verstehe jetzt, wer will. Was denn? Die ungarischen Kollegen fragen, ob wir uns einen Scherz mit ihnen erlauben. Wieso? Unsere Fingerabdrücke vom Toten aus dem Donaukanal sind angeblich die Fingerabdrücke von Kommissar Kollwenz. Das gibt's ja nicht. 4 Flaschen Wodka. Nein, red nicht mit ihm. Ich habe da eine andere Idee. Das ist alles, was wir gefunden haben. Jetzt nicht. Pass auf meinem Schreibtisch, da liegt die Telefonliste vom Keller. Ich hab sie. Wo ist er jetzt? Moment. Er ist im Gang beim Kaffeeautomaten. Dann nimm ein anderes Telefon und wähl die markierte Nummer. Welche? Dann mach schon die, die gelb angestrichen ist. Elisabeth, sein Handy hat eben geklingelt. Und was macht er jetzt? Er geht vom Flur ins Treppenhaus. Lass ihn nicht aus den Augen. Wir müssen unbedingt wissen, was er vorhat. Ja, das wüsste ich auch gerne. Seinen Koffer gegeben. Kannst du sehen, was drinnen ist? Nein, nicht aus der Position. Aber ich... Aber was? Hier fährt gerade ein interessanter Container vorbei. Und weißt du, was da draufsteht? Susi mit Y. Scheint ein Firmenname zu sein. Unternehm nichts allein. Wir fahren sofort rüber. Halt. Darf ich? Vorwärts. Beeilung, Burschen, wir haben noch keine Zeit. Tummelt sich ein bisschen. Bitte. Polizei, keine Bewegung. Und die Hände hinter den Kopf. Stehen bleiben, Polizei. Ja, Inspektor, ist es ein Missverständnis. Ist alles total egal da. Polizei, keine Bewegung. Wo ist die Papiere sind? Moment, das mache ich. Soll stehen bleiben. Sind das die Papiere? Hände hoch, Hände auseinander. Elisabeth. Das Gelände ist umstellt. Lassen Sie Penny los und legen Sie die Waffe weg. Wenn Sie näher kommen, werde ich Sie töten. Wie lange brauchst du? 2 Minuten. Ich vertraue dir. Bleiben Sie stehen! Dann muss ich doch zu laut schreien. Da ruiniere ich mir die Stimmbänder. Sie wollen doch hier weg, Petrov. Völlig unbewaffnet. Ich darf Sie doch Petrov nennen, Kollege Kollwenz. Meinetwegen, Sie sollen stehen bleiben!
Was machen Sie denn da, Petrov? Ist doch gar nicht Ihr Stil. Verstecken Sie sich hinter einer Frau. Lassen Sie das Mädchen los und nehmen Sie mich als Geisel. Das kommt nicht in Frage. Sie bleibt hier. Das haben Sie ja wirklich schlau eingefädelt. Das muss man Ihnen lassen. Spielen uns Kommissar Kolwenz aus Budapest vor. Sind aber sein Mörder. Echt clever. Damit haben Sie selbst mich reingelegt. Anscheinend hat man Ihnen bei Europol nicht genügend beigebracht. Genügend, um Ihre Vorgehensweise zu würdigen. Sie geben uns falsche Informationen über ein falsches Schmuggelschiff. Was für ein Pech, dass Sie Mike Flegler erkannt hat. Haben Sie ihn deshalb erschossen? Der Kerl war ein Verräter. Und jetzt lassen Sie mich zu meinem Wagen, zwar sofort. Ich will freien Abzug. Oder Penny ist tot. Bitte, Christian, lass ihn. Haben Sie gehört? Ihre Kollegin hat bitte gesagt. Was? Bitte. Ach, ist ja auch ganz egal. Ich komme jetzt einfach rüber und nehme Ihnen Ihre Waffe ab. Bleiben Sie stehen! Penny, alles in Ordnung? Geht schon. Endstation Petrov. So habe ich es gern. Zwei Morde aufgeklärt, 18.000 Stangen Zigaretten sichergestellt. Gratulation. Riesenerfolg für die gesamte Abteilung. Wie viel wollte Keller an Petrov zahlen? Na ja, so 350.000 Euro. Minimale Herstellungs- und Transportkosten, maximaler Gewinn. Diesmal allerdings für den Finanzminister. Schön, dass Sie wieder im Team sind. Das vorher war ja olympiareif. Respekt. Alles dann. Einrücken, Lagebesprechung. Hat er gerade olympiareif gesagt? Ja. Ah, er meint natürlich olympisch im Sinne der psychologischen Verhandlungsführung. Nein, er meint im Springen. Aber ich weiß, du hättest das natürlich auch allein geschafft. Wir sind wahrscheinlich so lange vollgequatscht, bis er freiwillig ins Gefängnis gegangen wäre. Stimmt's? Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, wie angenehm die Zeit war, als du noch suspendiert warst?